Es gibt eine neue Funktion auf YouTube, animierte Thumbnails bzw. eine Videovorschau. Bevor ich aber mehr dazu erzähle, möchte ich dir empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, damit du über YouTube News-Themen auf dem Laufenden bleibst. Jetzt aber wieder zum Thema. Man kann jetzt also Ausschnitte von einem Video vor dem Klick sehen. Um die neue Funktion nutzen zu können, muss man den Mauszeiger etwas länger auf das Thumbnail halten. Das Thumbnail verschwindet dann und man sieht einen Ausschnitt aus dem Video. Schon ausprobiert? Wenn es bei dir nicht klappt, wundert mich das nicht. Ich habe diese Funktion mit 3 verschiedenen Browsern ausprobiert. Mit dem Internet Explorer und Firefox kann ich in meinem Fall diese Video-Vorschau-Funktion nicht benutzen. Nur mit Google Chrome funktioniert sie bei mir. Es kann vielleicht daran liegen, dass die Version meines Internet Explorers und von Firefox veraltet ist. Mehr kann ich euch leider auch nicht sagen. Im Internet habe ich keine Informationen zu diesem Thema gefunden. Schreibt doch bitte in die Kommentare, wenn bei euch die animierten Thumbnails auch auf anderen Browsern angezeigt werden. Ich habe die Vermutung, dass YouTube mit dieser neuen Funktion gegen Clickbait vorgehen möchte. Bei Thumbnails oder Titeln, die einen falschen Eindruck von dem Inhalt des Videos geben, kann man sich kurz mit Hilfe der Video-Vorschau-Funktion einen eigenen Eindruck verschaffen. Wie findet ihr die Video-Vorschau-Funktion? Werdet ihr sie benutzen und findet ihr sie nützlich? Drücke rechts oben auf das i und gebe deine Meinung dazu ab. Über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen.